Heute geht es weiter mit der kleinen Tour. Was fahren wir denn heute? Was haben wir denn überhaupt heute vor? Fahrer, das habe ich ja. So, Bus wechseln. Dämmerung, sonnig und regnerisch, brauchen wir nicht. Tag. So, da fahren wir wieder mit unserem alten Bus, mit dem gewohnten. Achso, weil ich die Tür auf habe. Ich kann nicht mit auf der Tür fahren, das ist auch interessant. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Du brauchst einen Tag, Standard und eine Fahrkarte und kriegst auch 3,80 zurück. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Hast du da gerade die Straße überquert? Was für ein Huhn. Wir meinte gerade irgendwie, hat ein Huhn über die Straße überquert. So, das nächste ist beim Forschungszentrum. Ernsthaft jetzt. Wer ist denn das? Du bist das. Tut mir leid, ich mach's leiser. So, darf ich mal die Fahrkarte gesehen? Okay, du hast eine riesige Fahrkarte. Ich guck mal, ob du auch noch eine hast. Hier, bitte. Dankeschön. So, haben wir hier noch jemanden? Dann kontrolliere ich deine Fahrkarte noch. Wunderbar, dann habt ihr alle Fahrkarten. Und deine muss ich auch nochmal sehen. Wo hab ich denn. Ah, hier bitte. Okay. Du hast eine gültige Fahrkarte. Eigentlich, dass wir irgendwelche Schwarzfahrer haben. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Ah, da steht ein Blitzer, okay. Wegen dem Typ mit der Musik und in den Fahrkartenkontrolle sind wir natürlich dick zu spät jetzt gerade. Aber, naja. Soll vorkommen. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Oh, da sind die Kollegen von meiner Buslinie. Das war uns meine Buslinie. Also es war der Fahrer, den ich, oder die Fahrerin, die ich eingestellt habe. Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte, du kriegst auch eine. Einzel, Senior und ein. Und du willst 8,20 Euro zurück, okay. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja. Einzelfahrkarten, du bist alt, also Seniorfahrkarten und drei.
Und dann willst du 14,60 zurück. Ich kann keine Scheine zurückgeben, das ist das Problem. Oder ich hab's noch nicht rausgefunden. Moment! Wo ist mein Hut? Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel, Standard, eine. Ich glaube, mit dem ist es deutlich mehr klar als mit dem anderen. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel, Student, eine. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Das ist gut, ja. Du bekommst eine Wochenkarte, Standard und eine. So. Das, wenn wir in das neue Gebiet reinkommen. Ach, du willst abbiegen, okay. Nordspeichel. Stell mich nicht so. War das noch gleich? Es war Ich brauche eine Fahrkarte. Du brauchst eine Fahrkarte. Einzel, Senior und gib ihm. Das ist sogar passend. Eine Fahrkarte, bitte. Tag. Standard. Und gib ihm. Danke. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Oh, er lässt uns durch. Dankeschön. So, Türchen auf. Ich kann. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tschüss. So, Einzel, Standard, eine. Jawohl. 2,80 zurück. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzel, Student 1. Acht. Danke. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Ich muss auf der Arbeit. Gut, da ist jetzt frei, da kommt nichts mehr. Wieder unsere Kollegin. Ich finde die lange Route, die wir in der letzten Folge gefahren sind, glaube ich. Alle Mann raus. Tschüss. So ein schöner Tag.
Die hat kein Ticket geholt. Ich glaube, ich kontrolliere mal wieder. Klar. So, hast du eine gültige Fahrkarte? Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Hahaha, erwischt. Schwarzwaren. Und nein, das hat jetzt nichts mit der Hautfarbe zu tun. Na klar. Bevor das jetzt irgendwer wieder den falschen Hals bekommt. Hm? Die hat schon bezahlen müssen. 120 Euro. Die musste schon ein erhöhtes Bußgeld bezahlen. Ich hatte eben schon leider die Musik gehört, dazu laut. Und jetzt auch der Schwarzfahrer. Und ich habe in der letzten Folge hatte ich eine, der an der Tür stehen geblieben ist. Ich meine, wir sind eh schon zu spät dran, da kann ich auch sowas mal bringen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schwarzfahrer ich schon verpasst habe auf den letzten Routen. Oh. Verdammt. Ich hab vergessen. Da wäre es fast wieder so weit gewesen. Bist du schnell unterwegs gewesen? Blöd. Schneller, ich habe einen Termin. Ah, oh, hetz mich nicht. Eine Fahrkarte bitte. So, Dauerwoche. Student. Echt? Kommt. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Einzel, Standard. Okay. Danke. Ist uns raus? Ne, der ist scheiße, der lässt es nicht raus, aber der lässt es raus, danke. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Das ist wieder die lange Route, die wir letztes Mal auch gefahren sind. Wie ich mich hier fast verfahren hätte. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Bitte was? Solltest du weniger von den Tabletten nehmen. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun. Ich auch nicht. Monzi hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Aber nicht alle. Sie ist nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Die eine gerade erzählt gerade, dass die Katze einen Fisch aus ihrem Aquarium geholt hat. Ja, ich weiß nicht, ganz so uninteressant, was da so zwischen die Zwischensprüche kommt. Ja. Einzel, Senior und einmal. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. So, und auch wieder so ein Ding, 2,80 zurück. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, du brauchst eine Tagfahrkarte, Standard und Einzel. Boah, 13,80 zurück. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ja, schlecht.
bei. Ja, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Das ist... So. Also das ist durch, okay. Eigentlich hätten sie Vorfahrt gehabt, aber wenn sie uns durchlassen, fahren wir durch. So, eine Station müssen wir danach noch haben und dann nochmal Feierabend. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Oh Gott! Du musst also die Untertitel aber selber mitlesen. Ah, mach die Augen auf. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte bitte. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Komm, mach jetzt Assi. Der kriegt jetzt nur 10 Z-Münzen. Die beschwert sich aber auch nicht, wenn sie nur kleine Kram kriegen. So, ein Tag. Standard. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Und schon wieder eine Fahrkarte. Einzel, Student. Oh. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So, mal gucken, ob wir jetzt gleich wieder so einen irgendwo da stehen haben. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Alter, was sind die für Tabletten, ey? Die eine sieht ein UFO, die andere sind rosa Kühe. Ja, erzähl manchmal so Dinge hier zwischendurch. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Ne, diesmal steht da keiner. Letztes Mal stand nämlich da noch einer. Davor, das ist ein anderer Bus in unserer Linie. Ich habe ja 2 Stück unterwegs. In Perfektion. Wir sind 7 Minuten zu spät am Ende. Tschüss. Ja, was passiert, ne? Ich habe zweimal kontrollieren müssen und hatte halt auch einen Fahrgast. Einen laut Musikhörer und ein Dings. Wieder jemand, der Müll hinterlassen hat, Alter, mein Bus. Einem Bus. Das geht nicht. Ja, nächstes Mal schnell. Räumst du da bitte deinen Kaffeebecher weg. Alles zumachen. Da war das, wo wir der Mutter ausmachen. Da. Ah ja, ich hätte doch die Tür aufmachen müssen. Wieder gutes Geld eingenommen. Level 5. Neues Web und neue Farbe, okay. Sehr schön. Aber schon da geht für einen Bus. Für einen besten Ergebnis durch die Strecke generiert. Du kannst vollständig überrufen. Okay.
So, was haben wir denn hier? Angestellte. Wollen noch mehr Leute dazu kommen? Dann haben wir Selina. Selina Felis singt unter der Dusche, ist vor dem ersten Kaffee morgens immer etwas mies drauf. Er passt doch perfekt. Nehmen wir mit. Rein damit. Schöner neuer Angestellter. Und zwei Busse bisher. So, die neue Strecke. Für Tiere, ja gut, ich muss mindestens 180 Fahrgäste. Genau. Belohnung, dann bekomme ich den nötigen Bezug, wenn ich die 180 Fahrgäste habe. Stehe ich? Warte mal, wie sieht das denn überhaupt? Ja, bitte. Ich will mal gucken, wie viele Fahrgäste ich überhaupt mittlerweile hatte. Damit ich ungefähr weiß, wie was aussieht. 145. Ja, egal, ich brauche nur noch 35 Fahrgäste. Dann habe ich den Nordbezirk. Sehr schön. So. Dann setzen wir noch. Ja, ne, wir haben ja beide Busse, stimmt, wir haben alles eingesetzt. Können wir den neuen Fahrer später mal einsetzen? Nicht jetzt.